So Freunde, in diesem Video soll es einmal um meine Artemia Nauplin Produktion gehen. Genauer gesagt möchte ich euch einmal mitteilen und auf den Weg geben, wie ich meine Produktionsmenge quasi jetzt relativ schnell, einfach, kostgünstig verdoppeln werde. Bisher habe ich das Artemio JBL Set im Einsatz seit fast schon einem Jahr, betreibe ich damit die Artemia Vita, die dekapsulierten Eier von der Firma Algova. Bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, mit den Resultaten, habe allerdings ein bisschen das Problem, dass die Menge, die man mit diesem einen Brutzylinder großzieht, ausbrütet, großzieht, bis sie dann verfütterungsreif ist, relativ lange immer wieder dauert, bis sie denn dann mal fertig ist. Ganz konkret, wenn ich die Artemia Vita Eier von Algova, die dekapsulierten Eier, an dem Tag, wo ich sie ins Gefäß gebe, bis sie dann geschlüpft sind, das sind in der Regel so zwischen 24, 36 Stunden, manchmal auch ein bisschen länger, es hängt so ein bisschen von der Temperatur und der Lichtmenge ab, die ihr dann dem Ganzen zur Verfügung stellt, wenn euch das genauer interessiert, dann schaut doch mal rechts oben, da verlinke ich euch auch nochmal mein Video zur effektiven Ausbrütung der Artemia Nauplien, dieser dekapsulierten Eier. Und das Problem hierbei oder die Herausforderung ist einfach, es dauert allein schon mal anderthalb bis zwei Tage, bis die Eier dann geschlüpft sind. Dann sind sie natürlich sehr, sehr klein. Das ist jetzt kein Problem, wenn ihr Jungfische habt, wenn ihr das als Aufzuchtfutter oder Aufzuchtfutter oder für wirklich sehr, sehr kleine, gerade hier die Zwergbäblinge von mir, da habe ich das auch schon hin und wieder ganz gern mal gemacht, dass ich denen dann wirklich die ganz frisch ein paar Stunden alten Artemia Nauplin dann zur Verfügung gestellt habe. Die haben die auch sehr gern gegessen. Allerdings, gerade in Anbetracht der Tatsache, dass ich ja jetzt auch die Microdevario Kubotai habe und die Perlhuhnwerblinge, die beide noch mal ein Stückchen größer sind, ein bisschen mehr vertragen können von der Menge, von der Größe, habe ich es mir dann jetzt auch zur Aufgabe gemacht, einfach die Artemia Nauplin noch mal ein paar Tage länger aufzupäppeln, groß zu ziehen. Das mache ich dann mit diesem Aufzuchtfutter, Rotibomb nennt sich das. Das ist von der Firma Algova, was ich auch hier in dem einen Video, ich verlinke es euch nochmal rechts oben, dann schon mal genau beschrieben habe. Sinn und Zweck des Ganzen ist einfach, dass ihr die Artemia Nauplin noch mal mit lebenswichtigen Mineralien und Fetten anreichert, bevor ihr sie verfüttert und natürlich auch in der Größe und in der Substanz her nochmal um einiges größer werden lassen könnt. Und das funktioniert so lange gut, bis ihr die dann braucht. Und ich mache das jetzt hier so, ich nehme den Artemia Nauplien Brutansatz. Nach anderthalb bis zwei Tagen, wie gesagt, sind dann die ersten Nauplien geschlüpft. Nach zwei Tagen sollten so zu 90-95% wirklich alle dann geschlüpft sein. Und dann füttere ich auch schon quasi am zweiten Tag, wo wirklich dann 100% fast geschlüpft sein sollten, das Ganze mit der Rotibomb, mit dem Artemia Aufzuchtfutter. Das sind hier verschiedene Algen und Hefen und wichtige Mineralien, die die Artemia Nauplien zum schnellen Heranwachsen und vitalen Heranwachsen benötigen. Und das gebe ich dem Ganzen dann jeden Tag hinzu. Aber jetzt merkt ihr schon, also nach zwei Tagen sind 100% geschlüpft, dann kommt die erste Fütterung mit Rotibomb. Am dritten Tage, vierten Tage füttere ich dann jeweils noch mal ein bisschen was. Ich mache keine Teilwasserwechsel. Dadurch bedingt, dass ich es ohnehin dann nach ein paar Tagen komplett entleert habe und bisher hatte es sich für mich herauskristallisiert, dass es einfach reicht, die Menge. Das heißt, ich nutze den Brutansatz. Nach zwei Tagen füttert das Ganze und dann nach drei bis fünf Tagen nehme ich immer so einen guten Schuss daraus. Das heißt, das Wasser von dem Brutansatz wird dann auch immer weniger. Ich füge kein neues Wasser hinzu, ich füge kein Salz hinzu, sondern ich entnehme immer so, sagen wir mal, vielleicht 20% von der Gesamtmenge an Wasser und die darin enthaltenen letztlich geschlüpften Artemia Nauplien und verfüttere sie dann frisch meinen Fischen, im Konkreten dann den Microdevario Kubotai, den Zwergbäbling als auch den Perlhuhnbäbling und die teile ich dann immer hier auf die zwei Becken auf und es klappt wunderbar. Allerdings habt ihr, wie ihr es jetzt gerade mitsehen könntet, dann auch ein paar Tage, wo ihr dann erstmal warten müsst, bis ihr überhaupt füttern könnt. Ganz konkret drei Tage minimal, bis dann die frischen Artemia Nauplien wieder geschlüpft sind, nach dem letzten Fütterungsvorgang quasi, nochmal drei Tage und dann wäre die erste Ration möglich mit der Größe, wie ihr sie dann nach einem Tag zufüttern eben bekommen könnt. Beziehungsweise in der von mir präferierten Größe, das ist so nach vier bis fünf Tagen, dann sind es dann entsprechend vier bis fünf Tage, bis ihr dann wieder neue Nauplien habt. Das heißt,
Früher hatte ich gedacht, so alle 2 Tage wechselt Trockenfutter und Artemia Nauplin Lebenfutter, sonst gebe ich nämlich kein Lebenfutter hinzu. Und dazu wird es dann schon knapp, denn sonst, wenn ihr 3 bis 5 Tage warten wollt oder müsst, bis sie dann endlich so groß sind, wie ihr sie denn verfüttern wollt. Das ist jetzt so ungefähr das Stadium, wie ich sie jetzt euch hier auch gerade mal einblende. Die sind jetzt hier schon 3, 4 Tage mit Artemia, die mit dem Rotibomb zugefüttert worden, die Artemia Nauplin, und haben jetzt eine Größe, die sich hier schon sehen lassen kann für gerade auch die Microdevaria cubota und die Perlumberblinge, was ja aktuell meine größten Fische sind. Denke ich, ist das eine ansehnliche Größe, wo sie die ja auch schön satt machen sollten und fressen und jagen und sehen können sollten. So. Jetzt habe ich für mich entschieden, ich möchte konkret mit dem Artemio Erweiterungsset mit Kombination dem Artemio Grundset einfach 2 parallel laufende und sich ergänzende Brutstationen haben, sodass ich dann nach circa 2 Tagen, wenn die ersten geschlüpft sind, die zweite Ration hier schon mal starte, sodass ich dann einfach einen kürzeren Versatz zwischen der Ernte, der Entnahme der Artemia Nauplin und der neuen herangereiften Artemia Nauplin bekommen werde. Und wie das Ganze jetzt funktioniert und worauf ihr da jetzt achten solltet, das schauen wir uns jetzt einmal gemeinsam an. Also, legen wir los. Seht, ihr kriegt hier noch mal in dem Erweiterungsset ein Standfuß und ein Zylinder. Hier jetzt der große Unterschied zu dem Starter-Set natürlich: Ihr habt jetzt keine Membran-Luftpumpe dabei und keinen Luftschlauch und keine Rückschlagventil. Das heißt, das müsst ihr entweder schon bei euch über das Starter-Set verfügbar haben oder euch natürlich jetzt kaufen, sodass ihr dieses Set auch komplett autark nutzen können solltet. Ich werde es natürlich nicht autark nutzen, sondern jetzt wollen wir mal anschauen, wie wir das mit dem ersten Artemio-Zylinder effektiv über den Luftschlauch verbinden können und im Zuge dessen, wie das Ganze dann funktionieren wird. Also schauen wir es uns an. Wir brauchen jetzt erstmal hier einen offenen Zylinder. Die Klebepunkte, die machen wir mal ab. Zack, oh, das klebt ja. Kennt ihr das? Ich hasse auch solche Kleber, die doch eigentlich nur zum Wegmachen konzipiert sind und dann aber tun, die es nicht abgehen wollen. Aber okay, es geht schon, nur könnte einfacher gehen. Ich meine, im Endeffekt, das Ding ist doch zusammengeschraubt. Wofür muss man das noch zukleben, ganz ehrlich? Und dann noch mit so einem Kleber, der gar nicht abzugehen scheint oder abgehen will. Das regt mich dann schon immer ein bisschen auf, um ehrlich zu sein.
Ding war doch zugeschraubt und hält auch, wenn es geschraubt ist, perfekt und bombenfest und so Kleber, den man runterknibbeln muss bei Sachen, die doch eigentlich dafür konzipiert sind, dass sie runterkommen. Könnte man meinen, man könnte es auch gleich sparen. So, wenn ihr das Ganze nachher hier wieder schließt, achtet darauf, dass die beiden Pfeile hier übereinander sind. Aber ihr habt schon gehört, es klackt nämlich sehr auffällig. Ihr braucht nämlich noch einen Dichtungsring, sonst könnte es undicht sein und die ganze Soße könnte im schlimmsten Fall, wenn es mal umfällt oder so, dann rauskommen. Wobei, ganz ehrlich, da oben der Dichtungsring, gute Frage überhaupt, wofür es den dort geben muss. Das ist der Dichtungsring. So, ihr lieben Zukunftseike hier. Mir ist gerade bewusst geworden, wofür ihr natürlich diese Dichtung braucht. Und zwar, wenn ihr diesen Artemio-Zylinder mit einem zweiten Zylinder betreibt, muss der erste Zylinder, aus dem die Luft abgelassen übergeleitet wird, natürlich unbedingt ganz, ganz wichtig mit diesem Dichtungsring betrieben werden. Denn ansonsten entweicht die Luft, bevor es aus diesem Ablassventil hinausgehen kann. Und eine weitere Sache, die mir noch aufgefallen ist, ihr braucht unbedingt oder vereinfacht wäre es, wenn ihr auch natürlich ein Rückschlagventil zwischen dem ersten und dem zweiten Artemio-Set-Zylinder installieren würdet und nicht nur den Luftschlauch. Denn anders, wie ihr es natürlich machen könnt, aber aufpassen müsst, wenn der Deckel von dem zweiten Zylinder geschlossen ist und ihr den ersten ablasst, dann wird das ganze Wasser aus dem zweiten, in dem Fall jetzt bei mir, was hier rechts steht, der frisch aufgesetzte, mit abgezogen. Und zwar eigentlich komplett. Das heißt, es ist eine Art Rückschlag. Und das würdet ihr natürlich vermeiden, wenn ihr ein Rückschlagventil habt. Oder ihr würdet einfach, so habe ich es dann ja auch gemacht, dann ganz einfach den Deckel von dem Zylinder 1, wo die Luft aus der Membranpumpe reinkommt und eigentlich ja dafür vorgesehen ist, dass die Luft zum zweiten Zylinder weitergeleitet wird, den Deckel aufschrauben, sodass kein Unterdruck entstehen kann. Und dann könnt ihr das Wasser auch bedenkenlos aus dem ablassen, ohne dass ihr ein ergänzendes, erweitertes Rückschlagventil dort zwischen den beiden installiert hättet haben müssen. Also ganz wichtig, Rückschlagventil oder den Deckel von dem ersten Zylinder auf, wenn ihr beim ersten Zylinder das Wasser ablasst, sonst kommt das Wasser inklusive der frischen Artemio-Noblin-Eier dann 1:1 wie bei so einem Wasserwechsel, der Schlauch, den er dann anzieht, in den ersten Zylinder mit rein und ihr zieht euch förmlich den zweiten Zylinder, der eigentlich nur Nutznießer des abgeleiteten Luftbereichs, der sein soll, komplett leer. Das sollte vermeidbar sein. Und ganz wichtig, der Dichtungsring am Zylinder 1 muss vorhanden und auch komplett geschlossen sein, sonst würde die Luft aus dem Zylinder 1 entweichen, bevor sie dann über das Abluftventil in dem Zylinder 2 ankommen könnte. Das noch ganz kurz, aber wirklich wichtig zur Ergänzung für euch nochmal. Das ist der Dichtungsring. Den legt ihr jetzt hier einfach rein und habt entsprechend nochmal das Ganze etwas dichter. So. Zack. So soll es sein, Pfeil an Pfeil. Hier kommt dann die Frischluft rein von dem ersten Zylinder. Aus dem ersten Zylinder schließen wir das Ganze jetzt hier an mit dem Luftschlauch. Der kommt dann hier in den zweiten Zylinder rein und blubbert quasi dann mit derselben Luft weiter, die aus dem ersten Zylinder entwichen ist. Einige von euch haben mich mehrfach schon in den Kommentaren gefragt, ob es bei mir auch so muffeln würde. Gerade diese Luft, die dann hier aus dem Zylinder rauskommt, wenn ihr das Ganze nämlich ein paar Tage stehen lasst und mit dem Rotibomb, mit diesem Futter, mit dem Aufzuchtfutter von der Firma Algova großzieht, hochpeppelt, dann entstehen dann natürlich schon gewisse Gerüche. Das Ganze sind Hefen und Algen, probiotische Kulturen. Das sind natürlich irgendwelche Substanzen und natürlich Belastungen für euer geschlossenes Wasserökosystem, wo dann natürlich die Artemio-Noblin das Ganze auch noch verstoffwechseln. Wenn ihr das Ganze ein paar Tage stehen lasst und keine Wasserwechsel machen wollt, dann ist es unausweichlich, dass man das dann auch etwas riecht. Das ist jetzt nicht zu drastisch, solange man es jetzt nicht neben dem Bett oder im Wohnzimmer stehen hat. Ich habe es hier in unserer Vorratswäschekammer stehen an einem Nutzwaschbecken. Da stört das dann eigentlich gar nicht, weil das riecht man dann nur, wenn man in den Raum reinkommt, etwas und auch nicht immer. Aber es ist schon so, dass man es riecht. Es soll jetzt eine neue Rezeptur von den Rotibomb geben, wo eine andere Zusammensetzung der Hefe und der Algen entstanden ist über die Rezepturveränderung. Das werde ich in einem anderen Video euch auch nochmal
ausgiebiger berichten und testen, ob das denn eine Änderung dahingehend ergibt oder nur andere Resultate bei der Großzucht eurer Artemia Nauplien hervorbringen sollte. So, wie gesagt, wir nehmen jetzt den ersten Zylinder und an dem ersten Zylinder werden wir jetzt an dem Luftauslasser, wo bisher noch nie was dran war. Und da nochmal ein kleiner Tipp: Manche nutzen das Ganze, wenn euch die Luft dann nämlich ein bisschen zu sehr muffelt, und führen einen Luftschlauch einfach aus dem Fenster raus. Kann man machen. Oder einen Luftschlauch in ein Glas mit Seifenwasser. Und das sollte dann entsprechend über das Wasser gefiltert werden. Dieser Geruch über die Hefen und die Algen und die verstoffwechselten Produkte, die dann nach ein paar Tagen über die zugefütterten und gemästeten Artemia Nauplien entstehen. Wenn ihr denn eben keine Teilwasserwechsel machen wollt, ist das so ein kleiner Tipp, den ich euch jetzt mal in die Hand geben kann. Ich habe es noch nicht selber ausprobiert, weil, wie gesagt, mich hat es nicht so sehr gestört und es ist auch nicht zu intensiv. Aber ich weiß, was ihr in den Kommentaren damit meintet. Also, wenn euch das stört, bei ein oder zwei Zylindern ist ja egal, einfach an dem Luftauslasser einen Schlauch, den aus dem Fenster hängen oder in ein mit Seifenwasser gefülltes Gefäß und dann hat sich die Sache mit dem Geruch dann erledigt. Dann stört er nicht mehr. So, wie gesagt, jetzt werden wir mal hier an dem ersten Eingang von dem zweiten Zylinder den Luftschlauch, den wir jetzt bei dem ersten Zylinder am Luftauslasser quasi hier angebracht haben, anschließen, sodass die Luft, die Abluft aus dem Zylinder 1 als Zuluft für den Zylinder 2 dient und hier die neu angesetzten Artemia Nauplien dann auch schön mit Sauerstoff durchblubbert, durchflutet. Hier unbedingt auch nochmal der Hinweis, was ich euch auch in dem eigentlichen Artemia Nauplien Ausbrütungsvideo schon erwähnt habe. Achtet darauf, dass ihr tunlichst keinen feinen Zerstäuber hier anschließt, denn sonst würden euch die Eier einfach an der Wasseroberfläche austreiben und letztlich in solchen Schaumnestern hängen bleiben. Das wollt ihr natürlich vermeiden. Die sollen grob blasig durchflutet werden, nicht mit fein zerstäubten Luftbläschen dann entsprechend an der Wasseroberfläche dann ausgetrieben werden. Das ist nochmal ganz wichtig für euch. So, meine Lieben, wir haben das Ganze jetzt angeschlossen. Jetzt blubbert das System. Ich werde, wie gesagt, alle 2 Tage, alle 3 Tage jetzt im Wechsel das zweite Gefäß hier nochmal mit Artemia Nauplien dann nochmal neu ansetzen, je nachdem, wie lange ich dann die erste Ration jetzt hier durchlaufen lasse. Konkret, wie gesagt, am Tag 1 werden Ihnen Artemia Nauplien Eier mit dem Salz von Algova einmalig hinzugefügt. Danach wird nichts mehr am Salz oder an den Artemia Nauplien geändert, sondern lediglich nach 2 Tagen das erste Mal mit Rotibom zugefüttert, am dritten und vierten Tag ebenfalls. Und nach dem fünften Tag, wo ich dann nicht mehr fütter, sind sie dann in der Regel dann auch alle verfüttert worden. Ich entnehme dann quasi am Tag 2, 3, 4 und vielleicht manchmal noch am Tag 5, je nachdem, wie ich dann auch da von den Mengen der Ausbrütung, wie ich angesetzt habe, dann entsprechend als Resultat habe, jeweils so circa 20%, mal mehr, mal weniger, oder ändere in dieser Zeit gar nichts an dieser Salzkonzentration, sondern lasst es so, wie es ist und fütter dann entsprechend nur das Rotibomb dann hinzu. Wie viel ich hier reinmache, seht ihr, das ist eine kleine Messlöffelspitze wirklich nur, die ich dann in so einem kleinen Wassergläschen vom Wassertest hier von JBL dann einfach einmal kräftig aufschüttel und entsprechend dann mit der kleinen Menge von ein paar Milliliter Wasser dann dem eigentlichen Substrat hier hinzufüge. Und das funktioniert sehr gut. Schlupfrate ist bei mir, ich schätze mal, wirklich über 95%. Es ist ganz selten, dass ich mal ein paar Eier dazwischen noch dann wiederfinde, die nicht geschlüpft sind. Ich beleuchte es, um ehrlich zu sein, aber auch nicht. Das wäre noch konsequenter, wenn das Ganze dann noch beleuchtet. Das würde dann eine wahrscheinlich fast 100%ige Ausschlupf- oder Schlupfausbeute dann ermöglichen. Aber die 95% reichen. Die dekapsulierten Eier von Algova sind ohnehin nicht mit dieser verdauungskritischen Schale behaftet, wo dann die Jungfische gegebenenfalls dann nämlich daran sogar sterben könnten oder Verstopfung Probleme bekommen würden. Und die könnt ihr also quasi auch ungeschlüpft ohne Bedenken den Aquariumfischen zufüttern und zwar auch ganz kleinen jungen Fischen. Das macht denen überhaupt nichts, weil die eben diese harte Kapsel um die Eierschale drumherum nicht mehr haben, was ja eben das Kritische bei den konventionellen Artemia-Nauplien-Eier, die ihr getrocknet vielleicht auch von JBL etc. kennt, wo ihr das Problem oder das Risiko einfach immer mit dabei habt. Das habt ihr bei den dekapsulierten nicht, weshalb es auch meine Wahl ist, der Artemia-Nauplien-Eier.
So, ihr seht, das blubbert jetzt vor sich hin. Der erste Zylinder ist jetzt angesetzt. Der zweite war jetzt nach 5 Tagen so weit, dass er komplett mal entleert werden konnte. Und entsprechend habe ich jetzt 2 frische Behälter voll mit Artemia Nauplien, hier mit den Alcova Artemia Nauplien angesetzt. Überall so ungefähr einen Teelöffel auf diese Wassermenge von einem halben Liter. Das sollten so um die 15 Gramm Salz sein, so in etwa. Und lauwarmes Wasser und das Ganze blubbert jetzt vor sich hin. Der eine läuft dann etwas länger, der andere etwas weniger lang. Und so würde ich dann im Nachgang das Ganze dann so timen, dass ihr dann immer so einen Wechsel habt, dass eben nach 3 Tagen entsprechend dann, wenn der eine leer ist, der andere schon wieder angefangen hat und ihr immer konstant eine schöne Menge von den Artemia Nauplien für eure Liebsten dann zur Verfügung stehen habt. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, habt ihr auch eine Artemia Zuchtstation ähnlich wie dieser oder macht ihr es noch in der Zuchtschale von Hobby? Wie züchtet ihr eure Artemia Nauplien oder habt ihr noch gar keine Erfahrung damit? Das würde mich immer interessieren. Generell könnt ihr es natürlich auch dann als Lebenfutter kaufen, als Frostfutter kaufen, aber ich denke so immer ein Ansatz von frischem Lebenfutter daheim zu haben, ist doch auf jeden Fall eine gute Sache und es ist wirklich fast idiotensicher, das ganze System, wenn ihr ein bisschen drauf aufpasst, dass das Wasser nie zu heiß wird, gerade in den Sommermonaten, je nachdem, wo ihr das macht, müsst ihr ein bisschen drauf Acht geben, weil sonst kippt euch das ganze kleine geschlossene System hier einfach irgendwann um und ansonsten kann da nicht viel passieren, wenn ihr euch so ungefähr an die Dosieranleitung haltet. Dann klappt es in der Regel sehr gut. Schreibt mir auch immer in die Kommentare, wie sind eure Erfahrungen mit der Artemia Nauplien Zucht? Nutzt ihr das Artemio Set von JBL oder die Zuchtschale von Hobby? Das dürften die beiden geläufigsten sein. Oder habt ihr was ganz anderes? Dann ab damit in die Kommentare, lasst es uns wissen. Und auch wie eure Erfahrungen mit welchen Eiern sind.